Hallo, schön, dass ihr da seid auf unserer kleinen, feinen Feierei. Ja, der gemeinsame Nenner ist die Unterschrift dieses Camps. Und der gemeinsame Nenner ist letztes Jahr hier entstanden, als der Dennis von den Toos Brothers gesagt hat, wir müssen mal einen gemeinsamen Nenner finden. Und das war für mich Anlass, irgendwie diesen Vortrag quasi zu gestalten. Also den Vortrag über die Quantenphysik habe ich letztes Jahr auch schon gehalten, um das einfach in Verbindung zu setzen. Und mittlerweile ist daraus geworden, Bewusstseinsmechanismen und universelle Gesetze als Grundlage der Friedensbewegung. Denn ja, es gibt viele Sachen, die selbst die Friedensbewegung leider noch nicht richtig macht. Also richtig im Sinne von der Aufmerksamkeit, der Energie, wo sie ihren Fokus hinlegt. Das wird ein Thema später sein. Und ja, das hat mich halt letzten Endes veranlasst zu gucken, hey, eigentlich sind wir doch ganz viele Bewegungen, ganz viele Menschen, sei es die Ökos oder sonst wie irgendwas, wie man da die Schubladen zuordnen will. Und eigentlich wollen wir alle das Gleiche, nämlich ein schönes Leben für uns alle, dass wir irgendwie die Grundbedürfnisse erfüllt haben und uns so ausleben können. Und im Außen sieht es halt nicht danach aus. Und die Grundvoraussetzung aber auch, dass wir nämlich dieses Leben leben können, ist halt Frieden. Und dementsprechend fragen wir uns natürlich alle, wie schaffen wir es mit dem Frieden? So. Ja, die Quantenphysik. Also vielen von euch wird es vielleicht was sagen. Manche würden sofort erstmal sagen, oh, da kommen die Esoteriker. Das Schöne ist aber mittlerweile, dass diese ganzen Esoterik-Sachen wissenschaftlich zunehmend werden. Ich habe euch nur eine kleine Auswahl von ein paar Büchern, auch von Naturwissenschaftlern, die darüber schreiben, dorthin gelegt, falls ihr Interesse habt, das zu vertiefen. Aber es gibt auch eine Quellenliste, die noch nachgearbeitet werden muss, aber die könnt ihr bei Rieseninteresse auch nochmal bei mir erfragen. Die schicke ich euch dann per Mail. Die Grundannahme der Quantenphysik ist, dass Gedanken Realität erschaffen. Das habt ihr vielleicht schon mit dem Mikro, oder was meinst du? Es stört. Sollen wir es ausmachen? Leise. Leise brauche ich jemanden, der den Regler dreht. Da habe ich keine Ahnung. Das fände ich am allerschönsten. Das fände ich nämlich am allerschönsten. Dann lassen wir es so. Okay, cool. Wer nach vorne kommen möchte, der kann gerne näher kommen. Weil es ist nämlich voll schwierig, vor so einer kleinen Gruppe zu reden, als wie vor einer größeren Gruppe. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Aber ich habe jahrelang vor ganz vielen Leuten gestanden mit dem Singen. Und nie aber von einer einzelnen Person oder sowas zum Beispiel singen können. Das ist tatsächlich ein Unterschied. So. Aber um nicht den Faden zu verlieren, Gedanken erschaffen Realität. Es ist die Annahme, die wir im Prinzip nutzen müssen, nachdem wir es verstanden haben. Und dieses Verständnis zu schaffen, das versuche ich jetzt. Also die Quantenphysik, muss man dazu sagen, ist ein unglaublich komplexes Thema, wo es keine vereinfachten Modelle bis jetzt richtig gibt. Man versucht das immer mal so ein bisschen, da es aber halt eine relativ neue Wissenschaft ist, nämlich 120 Jahre von Max Planck entdeckt, ist es halt alles im Aufbau, so wie letzten Endes das Wissen immer im Aufbau bleibt. So, genau. Und die Grundannahme ist, dass es halt alles basiert auf Schwingungen. Alles basiert auf Frequenzen, also das Universum ist Musik. So einfach kann man das sagen. So, und wir haben natürlich, wenn wir uns das so bewusst machen, entstehen daraus wieder Folgerungen, nämlich mit unserer Stimme haben wir, oder auch mit der Energie, die wir ausstrahlen, haben wir einen Einfluss auf alles, was hier passiert. So, viele können sich das schwer vorstellen, aber das, was uns tatsächlich hier umgibt, das sind nur 0,01% der tatsächlich bestehenden Realität. Und wir haben ganz, ganz viele Filter im Gehirn. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal Psychedelika genommen hat. Da werden diese Filter ausgesetzt und dann bekommt man so Eindrücke davon, wie es eigentlich aussehen könnte
oder auch vielleicht tatsächlich tut, denn tatsächlich ist die Realität etwas, was ständig unter Wandel, ständig unter Veränderungen ist und von jedem individuell beeinflussbar. Im Universum herrschen halt verschiedene Schwingungsgesetze, weil wenn wir Verschiedenes aussenden mit unserer Energie, mit unserer Frequenz, antwortet das Universum auf unterschiedliche Art und Weise. Da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein, die sind nämlich schon mal kategorisiert auf jeden Fall. Was auch aus dieser Theorie folgt, dass nämlich alles Schwingung und alles Frequenz ist, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Also die Materie ist das eine und das Feinstoffliche, was wir nämlich nicht sehen, die Wellen, die wir alle aussenden, die beeinflussen sich ständig gegenseitig und kommen ständig irgendwie in den Raum rein. Und ihr werdet das manchmal merken, also ich bin so jemand, bei großen Mengen, die Freude steckt an, die Trauer steckt an, die Wut steckt an. Wir haben das leider viel in den aktuellen Geschehnissen rundum zu irgendwie, springt schnell die Emotion der Masse auf den Einzelnen über. Und wir haben halt, genau, ich komme mal zur Herzenergie. Also es ist mittlerweile, ne, es ist ja auch so dieser typische Esoterik-Spruch, der verschrien, alles ist Energie, alles ist eins, so immer so floskelmäßig. Aber man hat mittlerweile tatsächlich festgestellt, dass unser Herz zum Beispiel ein größeres Energiefeld erzeugt als unser Gehirn. Und dieses Energiefeld ist messbar, kann sichtbar gemacht werden. Das ist das HeartMath-Institut aus Amerika, was mittlerweile sich in Deutschland ansiedelt, ganz doll bei der Forschung dabei. Die durfte ich auf einem Kongress kennenlernen und die hatten tatsächlich so einen Ohrclip, der die Herz-Hirn-Kohärenz. Herz-Hirn-Kohärenz, ein ganz wichtiges Thema für uns auch nochmal. Das ist nämlich das, was, wenn wir mit Gefühl und Gedanken im Einklang sind, das beschreibt die Herz-Hirn-Kohärenz, sichtbar machen kann. So, und das war ganz ein schönes Experiment. Da wurde eine Frau auf die Bühne gebeten und ich glaube, es waren etwa 200, 300 Leute im Raum. Die wurden gebeten, kurz die Augen zuzumachen, in die Meditation zu gehen und dieser Frau Wertschätzung zu schicken. Und in dem Moment, das hat, also wir durften dann da hinterher unsere Augen wieder aufmachen und er hat uns das halt auch auf so einem Graphen gezeigt. In dem Moment, wo er um diese Meditation, um diese Wertschätzung gebeten hatte, ging der Pegel auch bei dieser Frau, das Kohärenzverhalten ging hoch. Das heißt, diese Beeinflussung des Energiefeldes ist halt definitiv angekommen und hat sich auch positiv auf das Energiefeld der Frau niedergeschlagen. So, und da gibt es mittlerweile viele, viele, viele vertiefende Forschungen und auch Arbeiten, die stellen zum Beispiel überall Messgeräte auf, weil es nun logisch ist, wenn jeder ein Energiefeld hat, was beliebig groß ausgedehnt werden kann, was andere Menschen ansteckt, können wir auch weltweit das Energiefeld ändern. Und das ist das, was dieser Bewusstseinswandel in der Spiritualität benennt im Prinzip, nämlich die Erhöhung dieses Schwingungsfeldes, wodurch wir dann in dieses kosmische neue Zeitalter, ich weiß nicht, wer von euch was davon gehört hat oder nicht, in vielen Bereichen ist es seit über 10, 15 Jahren bekannt und gängig, dass dieser Wandel gerade stattfindet, dass quasi das Universum oder der Planet Erde einen neuen Zyklus, in einen neuen Zyklus eintritt, bekannt und das beschreibt halt diese Schwingungsfelderhöhung. So, ja. Hat jemand bis hierhin eine Frage? Ich hoffe, ich bin einigermaßen verständlich. Du hast eine Frage, ja bitte. Dann musst du warten, bis du mal einen Privatvortrag bekommst. Beziehungsweise manchmal muss man auch erst eine bestimmte Lebenserfahrung machen, um Sachen nachvollziehen zu können. Jetzt muss ich mal einmal gerade so ein bisschen gucken. So, die Schwingungsgesetze.
Die Schwingungsgesetze, Grundannahmen. So, ja, genau. Um die Quantenphysik am besten zu verstehen, gibt es zumindest ein paar Grundannahmen, die wir folgen können. Ich weiß, es ist unglaublich furchtbar, improvisativ, schlampig. Meine Sichtmaterialien, aber meine Festplatte war die ganze Zeit weg und ich habe es nicht geschafft, mal endlich eine Bildschirmpräsentation zu erstellen. So, ja, es gibt drei Prinzipien. Das erste ist das der Komplementarität. Das heißt, Teilchen verhalten sich wie ihr Beobachter. Also es wurden da ganz, ganz viele Experimente gemacht. Das Doppelspaltexperiment nennt sich das. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. Es gibt mittlerweile das auch für Kinder erklärt auf YouTube mit Captain Quantum. Das ist total spannend. Da werden Lichtphotonen mit einer Lichtkanone durch eine Wand mit Spalten geschossen und die Teilchen verhalten sich immer gleich, bis ein Beobachter dazu kommt. Also es ist auch in der Physik bekannt, sobald in einem Experiment ein Beobachter dabei ist, also ein Mensch anwesend ist, funktioniert dieses Experiment nicht mehr. Weil, dass sich das immer, also man hat festgestellt, es ist immer anders. Es gibt immer andere, ja, andere Ergebnisse. So. Und deswegen die meisten naturwissenschaftlichen Sachen werden halt tatsächlich dann ohne anwesenden Menschen erprobt. Genau, und da hat man halt festgestellt, dass man je nachdem, was der jetzt denkt, der dasjenige, dass der diese Licht beobachtet, dass sich die Teilchen unterschiedlich verhalten. Also manchmal sind sie aufgetroffen, manchmal haben sie sich gespalten und haben sich in den Raum verstreut, das Licht. Oder sie sind halt durchgegangen einfach. Und das nennt man den Beobachtereffekt. Also, dass, wie gesagt, Teilchen sich so verhalten, wie derjenige, der anwesend ist, es meint oder es auch vielleicht denkt oder erwartet, dass es das tut. Das zweite Prinzip ist das der Wechselwirkung. Also in jedem Teil herrschen Wechselwirkungskräfte, die sich gegenseitig bedingen. Ihr kennt bestimmt dieses Atommodell und auch da schwingen die beiden polaren Energien immer gegeneinander. Und ja, auch, also man kann es halt auch aufs Große letzten Endes projizieren. Ne? Also es ist einfach Ursache-Wirkung. Das eine löst das andere aus, das andere bedingt das wieder bekannte Regentropfen auf dem See oder so. Also jedes Teilchen löst immer was aus und geht in eine Beziehung mit einem anderen Teilchen. Und das Prinzip der Verschränkung besagt, dass jedes Teilchen, was einmal miteinander verbunden ist, bleibt miteinander verbunden. Da gibt es ganz spannende Experimente in Neuseeland, glaube ich. Die haben Blutproben getrennt voneinander, ein und dieselbe Blutprobe, haben diese beiden Blutproben etwa 10 Kilometer auseinander gebracht in diesen Petrischalen, haben die beide absterben lassen und haben dann nur eine Blutprobe mit einer Nährlösung wiederbelebt und die Organismen haben wieder angefangen zu leben. Und die andere Blutprobe, die diese Nährlösung aber nicht bekommen hat, hat auch wieder angefangen zu leben. Wenn man sich da mal bewusst macht, was wir da so mit Blutspenden oder Organspenden oder sonst was irgendwie eigentlich uns mit anderen Menschen verbinden, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellen kann, was da eigentlich irgendwie wirkt. Ihr habt vielleicht selber schon mal gehört, dass dann derjenige, der ein Organ transplantiert hat, irgendwie auf einmal andere Charakterzüge hat oder Albträume hat, nämlich weil sich ja auf materieller Ebene sich tatsächlich die Zellen miteinander verbindet und die Information, die in diesen Zellen steckt, halt sich miteinander verbindet und sich auf das andere überträgt. Und wenn wir das als Friedensbewegung jetzt anwenden, weil wir wissen ja, inneren und äußeren Frieden, Frieden kommt von innen, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Das heißt, wenn wir Frieden in uns schaffen, können wir automatisch, ohne dass wir auf eine Demonstration fahren oder ohne dass wir überhaupt groß aktiv sind, können wir was bewegen. Nämlich bei den Menschen, die uns nahestehen, mit denen wir verschränkt sind. Oder die in unserem Umfeld sind, ohne dass wir groß auf die einreden oder mit denen diskutieren, sondern einfach nur, indem wir an uns arbeiten.
Und ja, das finde ich ist einfach eine der wichtigsten Sachen, die für uns mit als Basis sein sollte, dass jeder auch tatsächlich mit dem Innen anfängt. Außen ist auch ganz wichtig, aber für manche ist es ja auch nicht, ne, Tobi? Wir hatten das so, wenn man nicht von Menschen reden kann oder andere, man hat immer so seinen Weg. Und jeder kann halt im Prinzip einfach nur durch sein Sein und durch seine Veränderung die Veränderung der Welt bewirken. So, weil irgendwann das halt auf alle überschwappt. So, bis jetzt irgendwelche Fragen? Super. Die Schwingungsgesetze. Ja, wenn die Welt alle aus Energie und aus Schwingung und aus Wellen besteht, gibt es halt bestimmte Wirkgesetze. Das erste ist das Gesetz der Polarität. Das Yin und Yang stellt es halt gut dar. Einfach, es ist im Prinzip ganz einfach zu verstehen, alles strebt nach Ausgleich und alles ist in allem irgendwie vorhanden. So, das heißt, wir haben jetzt noch, sind wir in großen Teilen in der Dualität. Ich weiß nicht, wie geläufig euch sonst so die Begriffe sind in der Dualität. Nämlich, und das ist halt der Unterschied der Wertung. Wir werten böse Taten oder wir urteilen über bestimmte Sachen, kategorieren sie ein, beladen sie mit Emotionen. Das ist ganz wichtig. Und dadurch schaffen wir diese Dualität, diese Spaltung. Aber eigentlich, auch wenn das auf viele Bereiche manchmal schwer anzuwenden ist, sind wir alle, also es gehört alles zusammen. So, weil wir das eine ohne das andere gar nicht erfahren können und dadurch auch überhaupt dem gar keine, oder dadurch entsteht halt gerade nämlich eben diese Wertung, weil wir das nicht begreifen, dass alles zusammenwirkt. Dieses Gesetz steht in der Hierarchie am höchsten. Das heißt, wir können das ganz gut irgendwie als Beispiel, wenn jemand sein ganzes Leben lang mega super, 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 super gesund ist, dann wird dieses Gesetz der Polarität irgendwann in einer seiner vielen Leben, wir haben ja nicht nur ein Leben, wir haben auch mehrere Leben, bewirken, dass er das Gegenteil erfährt. So, und dass dementsprechend sich das ausgleichen kann. Was halt uns auch zum zweiten Gesetz, das Gesetz der Harmonie, also wie gesagt, alles strebt nach Ausgleich. Und wenn wir das auf die aktuelle Situation beziehen, dann können wir sehen, im Außen ist ganz viel Zerstörung, ist ganz viel Leid, ist ganz viel Krieg. Aber es kippt jetzt, weil wir halt auch das Gegenteil wieder erfahren sollen, nämlich in der Liebe, in der Annahme zu sein. Ja, das auch das jetzt das Gesetz der Analogie kann man auch sehr schön auf die jetzige Situation anwenden. Das ist wie oben so unten, wie innen so außen. Das ist schon ganz, ganz alt. Das wurde damals, ich glaube, 800 vor Christus das erste Mal auf den Smaragdtafeln von Hermes Trismegistos niedergeschrieben. Und ja, wenn wir uns im Außen angucken, wir haben den Krieg, wir haben die Umweltzerstörung. Das ist aber das, was wir nur mit uns selber machen. Das ist jede Zigarette, die ich aus Frust rauche oder jeder Schokoladenanfall, der aus einer negativen Emotion entsteht, aus einer Unzufriedenheit entsteht, ist das, was sich im Prinzip im Außen widerspiegelt, um uns das bewusst zu machen, dass das eigentlich im Innen ist. Und es ist ein ganz, ganz schwerer Prozess, aber ich weiß, dass viele den in den letzten Jahren durchleben, das ist in vielen, ihr werdet das sicherlich aus dem Bekanntenkreis können, dass viele in massive Krisen, in massive Umwälzungen kommen, einfach weil es an der Zeit ist, dahin zu sehen, um sich das bewusst zu machen. Und solange sich die Menschen das nicht bewusst machen und sich auch eingestehen dürfen, es hat alles was mit mir selber und mit uns zu tun, solange wird sich es im Außen auch nicht ändern.
Und das ist halt auch wieder einer dieser gemeinsamen Nennerpunkte, den wir einfach verstehen müssen, um wieder viel mehr zu bewirken oder mehr Menschen zu erreichen. Wenn ich nichts mache an mir selber und an meinem Inneren, kann ich im Außen so viel machen, wie ich will. Es hat immer nur ein begrenztes Wirkungsspektrum. So lange, bis ich bereit bin, die Schritte weiterzugehen und weiter reinzugucken und auch dann zu sagen, nicht den Krieg zu verneinen oder, Gewalt generell zu verneinen, sondern auch zu sagen, ja, das ist da, ich gucke da jetzt hin. Das machen viele dieser Hardcore-Esoteriker gerne, ist immer alles nur Liebe und Licht und Nee, aber wir müssen einmal hingucken. So, wir müssen einmal hingucken und sagen und das auch annehmen und sagen, ja, so ist die Situation, weil wir im Inneren so sind, da kann nicht jeder persönlich was für, da wurde der Mensch einfach auch zu hingebracht, dass er in diese innerliche Situation kommt, um dann zu sagen, okay, was will ich eigentlich, wie will ich es eigentlich haben und welcher ist mein Weg dahin, in die Harmonie, in den Frieden zu kommen. So, das vierte Gesetz ist der Resonanz, der Anziehung, was du aussendest, ziehst du an. Das ist in den letzten Jahren auch viel in den Medien gekommen. Es gibt diesen Film unter anderem The Secret, wo man sich dann, keine Ahnung, was auch immer manifestieren kann. Und da ist es nämlich auch wieder an einem Punkt, ich kenne das auch von mir persönlich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und Wut und Frust oder keine Ahnung was nach außen, ich bekomme das sofort wieder zurück. Es wird mir direkt auf den Teller serviert und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine super Phase habt und dann scheint auf einmal alles zu fließen, so dieser bekanntliche Flow, der dann entsteht und alles kommt irgendwie zu einem. Und das hat halt ganz viel mit diesem Gesetz der Anziehung zu tun, wie sehe ich etwas? Und von diesem Gesetz können wir halt ableiten, wenn wir etwas mit Wut oder Angst oder weiß ich nicht welche Emotionen beladen, meinetwegen den Frust auf durch den Krieg, den Frust, die Wut auf die Politiker, auf die Konzerne, was wird da zurückkommen? Da kommt nämlich genau das Gleiche wieder zurück. Und so potenzieren wir eigentlich etwas im Außen, was wir vermeiden wollen. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es eigentlich total einfach, uns auf die Dinge zu beschränken oder uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir wollen. Nämlich ein friedliches, gemeinsames Miteinander, wo alle alles haben oder freie Schulen, freie Entfaltung, Kreativität, das sind alles Sachen, die können wir schnell schaffen, da können wir schnell Räume für schaffen. Oder halt ein System, wie wir das wollen, so zum Beispiel zu unterstützen, mit unserer Energie zu speisen, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf die Kriege lenken, dann speist sich das irgendwo raus und dann wird es immer weitergehen. Es ist zwar total schwer zu sagen, ich informiere mich da jetzt nicht weiter über Krieg und was passiert da und was passiert da und was passiert da zum. Also natürlich bis zu einem gewissen Punkt, um informiert zu sein, um auf dem aktuellen Stand zu sein, okay. Aber dann kann das auch einfach liegen gelassen werden und dann kann man sich auch weiter einfach auf die Sachen konzentrieren, die man möchte und denen das die Energie geben, damit das andere halt nicht weiter gespeist ist. Und das ist halt aus meiner Sicht auch wieder ein ganz wichtiges Prinzip, welches wir verstehen müssen, um unser Ziel nämlich zu erreichen. Nämlich, dass irgendwann Frieden ist. So, ja, das Gesetz der Kausalität spielt da ein bisschen rein. Das ist das fünfte Gesetz, das ist einfach Ursache, Wirkung. Das kann man auch wieder, wenn ich viel Aufmerksamkeit in irgendwas lenke, eine Wut reingebe, dann passiert da auch wieder was. Andersrum passiert halt auch was total Gutes. Wenn ich was Gutes tue, hat es halt auch wieder eine positive Wirkung. Also da gibt es sicherlich viele Beispiele, die ihr selber auch findet bei euch im Leben. Gesetz des Rhythmus, Nummer 6, eigentlich ganz einfach zu verstehen, alles ist im Rhythmen. Wie gesagt, das Universum ist Musik. Die Mondzyklen, die Jahreszeiten, alles Mögliche, was da
ne, die Menstruation einer Frau, Atemzüge, also alles ist irgendwie in einem Rhythmus und ja, dementsprechend funktioniert das Universum damit durch. Und das siebte Gesetz, das Gesetz der illusorischen Natur der Materie, hört sich erstmal ein bisschen furchtbar an und dauert auch ganz schön lange. Also selbst mir ist das irgendwie schwer, also bis man das fassen kann, das kann nicht jeder und ist auch ganz schwer. Da kann man sich auch manchmal den Kopf kaputt machen. Dann sollte man einfach aufhören, darüber nachzudenken. Aber das ist das, was ich sagte, Materie entsteht durch Beobachtung über Bewusstsein, Reproduktion, konditionierter Wahrnehmung. Also man hat dazu Experimente gemacht. Man hat eine Gruppe von 20 Leuten, glaube ich, an den Waldrand gestellt und denen gesagt, so gleich kommt hier ein Wildschwein raus. Und weil die in Erwartung waren, dass dieses Wildschwein da rauskommt, kam dieses Wildschwein da raus. So, und das hat man viele Male mit verschiedenen Sachen wiederholt. Das heißt, wenn einer oder wenn viele glauben, das und das passiert jetzt auch. Und das ist einer der Gründe, warum die Medien oder wer auch immer das alles so suggeriert, uns glauben machen wollen, die Welt geht unter oder es passiert ein riesengroßer Knall oder es gibt einen Bürgerkrieg, weil die hätten diesen Krieg nämlich eigentlich ganz gerne, um ihren Daumen nämlich nochmal doller auf uns drauf zu drücken. So, um bestimmte Gesetze durchzusetzen, die uns nochmal mehr einschränken. Und deswegen gibt es auch ganz viele, ich habe das hier diese Empfehlung von der Politik, dass man auch Vorräte anlegen soll. Ne? Also die versuchen uns im Prinzip diese Panik zu machen und das, ja, weil es gibt halt nun mal Punkte oder es gibt Gruppen, nicht viele, die wissen, die kennen diese Gesetze seit Jahrhunderten und die wissen, was der Mensch fähig ist zu erschaffen und das ist der Grund, warum die uns so lenken, warum die uns so steuern, aus den, mit den Kirchen, mit den Dogmen angefangen, die die Kirchen damals verbreitet haben, mit den Emotionen, die da reinliegen, oh, pass auf, was der Nachbar denkt, die Sündigen, also es gibt hunderte Beispiele, um da zu sehen, die wissen, was sie tun. Und dementsprechend versuchen sie uns zu beeinflussen, weil die ja natürlich gerne wollen, dass die Welt so passiert, wie die das möchten. Und ja, da ist es auch manchmal schwer, nicht so wütend zu werden. Wenn man sich das bewusst macht, dass die das einfach wissen, so, dann ist es der einfachste Akt, sich nämlich genau dieser Sachen auch zu bedienen und sich einfach ja, das, was wir im Prinzip erschaffen wollen, diese Welt selber zu erschaffen, ohne auf deren Gesetze groß. Ich meine, klar, wir wissen das alle, wir befinden uns hier in einem Rahmen, wir können alle nur so bestimmt handeln. Irgendwann kommt der Kontrollapparat und versucht uns irgendwelche Schranken aufzuerlegen. Ich weiß nicht, ein paar habe ich das gestern schon erzählt. Ich habe ja versucht, dass hier ein bisschen, dass wir länger Musik machen dürfen. Das heißt Sperrzeitverkürzung. Antrag auf Genehmigung einer Sperrzeitverkürzung. Das heißt, zwischen 22 und 6 Uhr haben wir Nachtruhe. Da darf eigentlich keiner mehr was machen. So, ne? Und ja, bei sowas irgendwie werden einfach Schranken gesetzt. Oder generell Großveranstaltungen sind vielen ein Dorn im Auge, weil die nämlich, also nicht die, die irgendwo dazwischen sind, aber eigentlich wissen die, was wir mit einer gemeinschaftlichen Energie, mit einem gemeinschaftlichen Energiefeld von Freude und Ausgeglichenheit und gemeinsamer Harmonie beeinflussen können. Und dafür sind halt Feste und Partys nämlich ganz schön, weil man nämlich diese positive Energie einfach auch bündeln kann, um da ein größeres Feld zu erschaffen. Und was die letzten Endes machen mit ihren Konzerten und Demos, und das ist nämlich halt genau das Gegenteil. Deswegen wird das nämlich auch so gefördert und die Toten Hosen kriegen 70.000 Euro für so einen Auftritt, weil ja, die gerne diese Spaltung auch vorantreiben möchten und die Emotionen einfach, die negativen Emotionen nutzen, um die Realität zu erschaffen, die die wollen. Und umso wichtiger ist es dann wiederum für uns, also da folgt es halt dann auch wieder raus, im Frieden zu sein.
nicht rechts oder links oder keine Ahnung, was es alles für Bezeichnungen gibt, zu denken, sondern uns auf die Gemeinsamkeiten zu besinnen, nämlich dass wir alle Menschen sind und alle eigentlich nur irgendwie in Frieden leben wollen, uns ausleben wollen, genug zu essen haben wollen und ein Dach über dem Kopf und selbst verwirklichen. Weil das liegt uns allen inne. Und das ist diese letzten Endes diese Unzufriedenheit, die jeden dazu bringt, irgendeine Einstellung anzunehmen. Je nach Bildungsgrad oder je nachdem, was dem halt so in seinem Umfeld propagiert wird. So, also man kann auch Konsumsklave sein oder keine Ahnung was. Das ist letzten Endes stützt es das System genauso. So. Fragen? Ja, also wir sind jetzt ja hier alle, glaube ich, wer nicht zufällig mal mitgebracht worden ist, aber die Leute, die selbstständig hier hingekommen sind, sind ja alles Leute, die Menschen, die im Wandel sind, ja, die an sich arbeiten und viele Sachen erkannt haben. Viele Sachen habe ich schon von gehört, andere Sachen waren sehr interessant, waren neu für mich, wo ich denke, man nimmt sich mal Themen vor, das ist spannend für sich und wenn ich auch denke, ich kann alles verstehen, dann bin ich manchmal an meine Grenzen gekommen. Mhm. Ja, und dann musste ich das Thema mal wieder zur Seite legen. Vieles kommt mir da auch, denke ich, oh, schon gehört. So, jetzt erzähltest du, dass wir auch mal Sachen zur Seite legen müssen, nur zur Kenntnis, dass da in Syrien sind im April Bomben gefallen, ja, es war eine erhöhte Weltkriegsgefahr. Ich gehe dann auf die Demo, weil ich wütend bin. Im Grunde genommen muss man dann wieder runterfahren, ja, weil das, ich gebe dem ja zu viel Energie, aber dann frage ich mich, was machen die Sofapupser, ich meine euch nicht, die Sofapupser, ja, die vor dem Fernsehapparat jeden Abend sitzen. Mhm. Ja, ich meine, die sind ja phlegmatisch. Die sind dann ja eigentlich genauso gut für die Welt wie wir, die im Wandel sind, im Bewusstseinswandel sind. Oder? Mhm. Wie siehst du diese? Also du musst halt, da kann man halt den Unterschied zwischen hohen und niedrigen Energiefeldern auch so ein bisschen heranziehen. Ne? Also wenn wir uns jetzt, sage ich mal, jeder als ein Energiefeld vorstellen, die größer oder unterschiedlich groß strahlen, diese Menschen sind so unbewusst und so programmiert, also zu Gehirnprogrammierung und solchen Sachen kommen wir gleich auch noch, dass sie so unbewusst sind, dass sie gar nichts mitbekommen und einfach auch nur nämlich das, was sie machen, diese Realität, dann durch ihren stumpfen, kleinen Kreis, sage ich jetzt mal, wieder beeinflussen, nämlich dass sie es weiter speisen, wie es weiterläuft. So. Also wir haben natürlich Unterschiede in dem Sinne, dass mit welcher Energie wir was tun. Meinetwegen, wir sind jetzt auf dem Pax Terra und feiern friedlich miteinander und streuen diese Liebe und diese Freude aus. Das potenziert sich halt auch. Und umso mehr schwappt das über. Und jemand, der halt nur zu Hause sitzt und nichts macht, der ist halt so klein, der belangt andere aber auch nicht. Auch mit seiner, ja, genau, aus mit seiner Energie. So, und da ist es natürlich halt wichtig, dass wir, die größeres Energiefeld haben, einfach achtsam sind, achtsamer als diese Menschen, so, weil die halt überhaupt gar nicht in diesem Bewusstsein sind, weil wir halt mehrere Leute anstecken oder auf mehrere Leute Einfluss haben als die. So. Und da ist es dann halt wichtig zu gucken, muss ich jetzt wirklich auf die Demo, beziehungsweise man kann auch auf die Demo gehen und fröhlich irgendwas was verschenken oder irgendwie einfach positiv sein. So, und nicht ihr bösen Kriegstreiber und so jetzt mal übertrieben. Ich weiß, das ist für manche, ihr seid sehr aktiv. Ich habe die letzten Jahre mehr so mit Familie zu tun gehabt, war wenig auf irgendwelchen Demos oder sonst was. Und ich kann mir vorstellen, dass es da manchmal auch schwer ist, sich das einzugestehen, dass man dann einfach sagt, oh mein Gott, ich habe da schon so viel Energie reingesteckt irgendwie. Ja, ich denke so, mal, dass wir, ne, alle gelernt haben, dass wir mit der Energie haushalten müssen. Ja? Das auf jeden Fall. Unendlich. Nein. Das. Und hier so ein Festival oder so, wo man sich wieder trifft, ist auch ein
wieder zu tanken. Genau, weil jeder kennt das bestimmt von uns irgendwie. Es gibt immer Rückschläge und gerade die viel dafür tun, dass sich die Welt verändert, werden auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen in ihrem Sein und Wirken gehindert. Und manchmal verliert man einfach auch den Mut, ne? Und die Motivation. Und jetzt, wir hatten das, glaube ich, auch in dem einen Kreis, dass dann auch jemand sagte hier, ich habe keinen Bock mehr und ich mache nur noch mein eigenes Ding, weil diese Verzweiflung, ich glaube auch hier, der Dirk Fleck hat das gesagt, eigentlich sind wir schon verloren. weil wir es einfach überall sehen, ne? Weil es die Masse uns widerspiegelt. Aber da ist halt auch dann einfach, dann müssen wir einfach auch gucken, was habe ich in meinem persönlichen Umkreis erreicht, was habe ich für mich erreicht. Das fällt mir auch furchtbar schwer, ne? Weil ich manchmal so dieses große Ganze und Ende vor Augen habe im Prinzip und mir denke, Mann, wir könnten so schnell da sein, aber dann mich nicht auf die kleinen Dinge irgendwie, die kleinen Schritte fokussiere und die vergesse und außer Acht lasse. Und wenn man da aber hinguckt, was man da macht und was man vielleicht auch einfach macht, indem man anders handelt. Hier die beiden mit ihren Kindern zum Beispiel, als schönes Beispiel, ne? Wie man auf die Kinder wiederum, das mit der veganen Lebensweise, dieses Mitgefühl der Tiere für die Tiere gegenüber, das weitergibt, weil ich kenne das auch von meinem Sohn, die fangen dann an in der Schule irgendwie, weil da fragen sich dann die auch, warum esst ihr denn kein Fleisch oder keine Milch oder warum darfst du keinen Zucker essen? So, und das vergisst man manchmal, weil man gar nicht so weit denkt, dass man da Stück für Stück Einfluss hat. Und sozialer Wandel ist was, was immer meistens gegenüber Generationen passiert. Und es ist manchmal vielleicht ein bisschen unbefriedigend, das nicht in diesem Leben zu sehen. Aber jeder von uns, also ich sage jetzt jeder von uns, die für eine bessere Welt arbeiten, da gibt es ja auch schon zig Künstler und Menschen, die das vor uns gemacht haben, hat was dazu beigetragen und hat es wieder vorangebracht. So, und wenn wir uns darauf besinnen, dann ist das mit dem Energietanken und dem Mut sammeln dann auch, glaube ich, ein bisschen leichter. So, weil, unser Leben ist einfach zu kurz, als dass wir da vieles draus lernen können, weil vieles sich wiederholt. Und wenn ich jetzt dran denke, in Indien haben wir Auroville, das Kulturerbe, eine Stadt ohne Drogen, öko, vegan oder vegetarisch. Wir haben das alles schon in einer Stadt in Indien, ein geschütztes Werk. Und wenn man da hinfährt, dann wird man feststellen, als freier Mensch fühlt man sich da so gegängelt, weil man muss sich diesen Regeln unterordnen. Man darf nicht rauchen, Alkohol ist verboten, Drogen, andere Drogen auch. Man muss sich so unterwerfen, dass man damit schon ein Problem hat, als freiheitlicher Mensch. Also ich weiß absolut, was du meinst. Und ich bin jemand, der sehr... Ich habe aber jetzt die letzten 10 Jahre arbeite ich eigentlich im Prinzip an Ernährung und keine Ahnung was, weil ich weiß auch, dass wir durch bestimmte Sachen einfach im Kopf niedrig gehalten werden, wie durch Zucker, durch Weizen, durch Fleisch, Alkohol, sonst wie irgendwas, weil wir erstens mal, also es ist ein Unterschied, ob du etwas aus einem Zerstörungswillen oder aus einem Genuss, aus einem Freudenswillen, mit welcher Intuition du etwas machst. So, welchen Einfluss das dann auf deinen Körper, auf deine Zellen hat. Weil, da bin ich jetzt noch nicht so drauf eingegangen, die Zellen haben jeder ihr eigenes Energiefeld. Also alle Zellen zusammen machen ja unser Energiefeld und jede einzelne Zelle im Prinzip arbeitet damit. Und da gibt es die Bezeichnung des Spins. Das ist quasi der Grad, wie schnell die Atome sich drehen, welche Energie die erzeugen. Und dieser Spin wird halt von so Sachen wie Zucker, wie alles, was negativ energetisch behaftet ist, beeinflusst. So, es kann etwas, die Indianer, wenn die in Liebe und in Achtung
ihre Sachen anbauen und da je bei der Verarbeitung, die geben da ihre Energie rein und dann rauchen die einen Tabak und das kann in dem Moment nicht schädlich für dich sein. Wenn du aber einen Tabak aus einer Industrie, der mit einer destruktiven Energie hergestellt ist, mit Pestiziden in einem Großdingsen, also mit im großen Stil halt einfach produziert wird, der getrieben wird zu wachsen, der unnatürlich im Prinzip erschaffen wird, dann prägt sich diese Energie auf diese Substanz und das können wir auf tierliche Sachen, ne? Die Tiere, die stressen, die übertragen das in ihre Zellen, in ihre DNA und geben das an uns weiter. Da kommt wieder diese Verschränkung zum Tragen, also was wir aufnehmen an Energie, daraus, also wir reproduzieren uns ja auch immer wieder selber und die Materie, die wir zu uns nehmen, daraus werden wir gemacht. Und deswegen ist es halt so unglaublich wichtig, qualitativ an den Nahrungsmitteln oder auch an den Genussmitteln zu arbeiten, um unser Energiefeld zu halten oder zu erhöhen. Ein Alkohol zum Beispiel, der mit Liebe selber gemacht worden ist, wie so ein Johannisbeer-Schnaps, den die Angela da mitgebracht hat, hat eine ganz andere energetische Wirkung als irgendein billiger 4,99-Wodka, der in der Großindustrie hergestellt ist. Und da ist halt einfach wieder, ne, da müssen wir den Konzernen die Schuld geben oder was heißt Schuld, es ist halt denen die Verantwortung nehmen, weil wie gesagt, wir machen uns bewusst, irgendwo gibt es eine Gruppe, die diese ganzen Prinzipien kennen, die natürlich das alles erschaffen haben, um uns in diesen niedrigen Energiefeldern zu halten. So, und das ist auch das, was sie mit den ganzen anderen Sachen machen wollen, uns in Angst, in Wut, in Sorge zu halten. Wenn wir aber einfach sagen, ey, ihr könnt uns mal, wir freuen uns trotzdem, uns geht's trotzdem gut und wir lieben uns trotzdem miteinander, erschaffen wir wieder ein Energiefeld, wo die gar nicht rankommen, weil die sind so klein und wir sind so groß. Ja, und deswegen ist es halt auch, also jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach wichtig, so, oder nochmal andersrum gesagt, ich habe festgestellt, gerade dogmatisierte Sachen, wie gesagt, wir wissen, wir erschaffen ein höheres Schwingungsfeld, wenn wir alle rein sind. Deswegen gibt es diese Regeln in diesen Gemeinschaften, gibt es hier auch in diesem Yoga-Zentrum zum Beispiel auch, komme ich auch nicht mit klar. Aber es erschafft gleichzeitig wieder Trennung. Und da kommen wir wieder in die Dualität und in die Polarität rein, weil wenn wir nämlich alles erstmal so annehmen und jeder irgendwie seinen Weg zugestehen und seine Zeit zugestehen, um das zu begreifen, dass es total destruktiv ist, meinetwegen irgendwie billigen Tabak zu rauchen oder sonst was, dann sind wir wieder in der Liebe. Dann erschaffen wir wieder ein höheres Feld. So, und dann sind auch diese Gemeinschaften, die meinen, sie sind so toll, nicht mehr unbedingt das Wahre. Also ich habe das auch erfahren. Letztes Jahr, hier gibt es jetzt, wie gesagt, dieses größte Yoga-Zentrum, die da ein Festival machen und da hieß auch, ja, wir machen die Welt und alle sind willkommen und kommt mal hier hin und ne und macht mit. Und hinterher ist da quasi eine Ausgrenzung passiert, wo ich dann auch gesagt habe, das ist eine Heuchelei. So, das ist eine Heuchelei und so kann es nicht sein. Du kannst nicht nur eine Gruppe von Menschen vereinen, die schon so und so weit sind und so handeln in ihrem Leben, weil dann kannst du ja nicht auf die anderen überschwappen. Und wir haben verschiedene Lernmechanismen und einer dieser Lernmechanismen ist der des Vorbildes. Und wenn wir anderen Menschen keine Vorbilder geben und diese Plattform auch nicht schaffen irgendwie, dann wie soll es dann größer werden? Wie soll es sich dann erweitern und auf andere überschwappen? Und deswegen sind solche Gemeinschaften oder sowas generell, weil sie intolerant, eigentlich sind sie sau intolerant. So, ne, und also es gibt, Toleranz und Akzeptanz sind ja auch nochmal Unterschiede und wir sollten da einfach akzeptieren, dass jeder nämlich in seinem Ding ist und sich jeder auch, jeder braucht die Erfahrung, die er gerade macht, so, und jeder braucht irgendwie auch eine gewisse Destruktivität, um wieder das andere zu erfahren. Also ich persönlich habe nur über gesunde Ernährung erlebt, weil ich mich irgendwann mit 16, 17 jedes Wochenende 3 Tage Amphetaminen abgeschossen habe und voll ausgezehrt war. Und dann, nachdem ich wieder Nahrung zu mir genommen habe, gemerkt habe, oh, was gibt mir das meinem Körper? So, und dann auch die unterschiedlichen Nahrungs
Qualitäten gelernt habe zu erkennen, dass mir so ein geiler, frischer Apfel mehr gibt als irgendein billiges, produziertes Schokobrötchen. Nur dadurch habe ich das erfahren, aus diesem Defizit. Und dadurch habe ich erst diesen Weg überhaupt angefangen zu gehen und auf die Ernährung irgendwie zu achten oder auf die energetische Qualität der Sachen, die ich zu mir nehme, zu achten. So, ne? Und wie gesagt, da ist dann der Unterschied irgendwie auch, in welchem Bewusstsein, mit welcher Energie man was zu sich nimmt. So, und das müssen halt auch ganz, ganz viele Gemeinschaften und so noch verstehen. Wie spät ist es? Ich brauche mal eine Uhrzeit. Hat jemand eine? 1:17. Okay. Zeit ist eh sowieso relativ. Ja, es geht darum, dass Angela um 14 Uhr die Kräuterwanderung macht. In der Zeit machen wir eine Pause. Und hinterher geht es dann nochmal weiter, welche Schritte wir konkret, was wir uns noch alles zunutze machen können, so um weiterzukommen. Ja, ich hab nur zwei Programme irgendwie aufgeschrieben. So. Rauch ruhig eine. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also der Mensch und das gesamte Universum sind ein miteinander verbundenes Quantensystem, welches Kräfte in Form von Schwingungen und Frequenzen übermittelt. So, das ist dieser erste, ne, wir tauschen das aus. Im Universum herrschen die verschiedenen Schwingungsgesetze, die haben wir uns angeguckt. Der Mensch sendet eine Energiesignatur in dieses Feld und das andere Mensch, also, jetzt bin ich in der Zeile gerutscht. So, sendet seine Energiesignatur in dieses Feld, welches mit gleichen Schwingungsmustern reagiert. Da ist das Gesetz der Resonanz, was wir wiederfinden. Es gibt unterschiedlich sichtbare Räume und Informationsfelder, die der Mensch wahrnehmen und nutzen kann. Da sind wir noch nicht so drauf eingegangen, aber wie gesagt, es gibt verschiedene Dimensionen, verschiedene Bereiche, die wir einfach nicht wahrnehmen. Und das hat alles aufeinander Einfluss. Und viele psychische Krankheiten wie Halluzinationen, Panikattacken sind eigentlich nur Ausprägungen davon, von dieser Wahrnehmung. Weil eigentlich, also wir wurden ganz, ganz, ganz doll dahin gezüchtet, nämlich sowas alles nicht mehr wahrzunehmen. Und wenn wir sowas wahrnehmen, dann ist das gleich eine Krankheit und wir sind gleich gestört und bekommen gleich Medikamente. Und es wird aber gar nicht erkundet, hey, was ist denn da überhaupt eigentlich für ein Potenzial? Weil der Mensch kann ganz, 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 ganz viel, was wir uns gar nicht so vorstellen können. Wie gesagt, das ist einfach falsch in unserer Gesellschaft übermittelt und angenommen und wird anders verwertet. Und da müssen wir auch offen sein und eine Wahrnehmung für bekommen, dass man da anders irgendwie reagiert drauf und das nicht wegdrückt, nämlich diese Wahrnehmung, was viele dann machen mit Halluzinationen oder so mit Medikamenten, sondern guckt, das zu fördern. Weil Sachen wie Telepathie, Telekinese, also Sachen zu bewegen, das ist alles möglich. So. Genau. Bewusstsein erzeugt Realität, nichts existiert ohne Bewusstsein. Ist einfach auch eine ganz einfache Rückkopplung nochmal. Also wir können uns das an Beispielen, wer es jetzt nicht selber sich erklären kann, wie den Placebo- und Nocebo-Effekt. Also Placebo ist Effekt, wir glauben an etwas, die Wirkung tritt ein. So, der Nocebo ist der Effekt, ist der negative Effekt. Also wir glauben auch an etwas Schlechtes und der tritt ein. So, und das ist halt dann auch wiederum, wo wir uns bewusst sein müssen, fokussieren wir uns auf die Sachen, die wir nicht wollen, erschaffen wir die. So, wir erschaffen die. Natur- und Geisteswissenschaften vernetzen sich zunehmend, habe ich hier stehen. Das neue ganzheitliche Weltbild am Entstehen, da ist halt gemeint, dass diese Sachen, die jetzt in den Veden zum Beispiel, sind 5000 Jahre bekannt, was der Mensch alles kann. Aber jetzt kommt halt die Physik, die Naturwissenschaft, die Biologie endlich hinterher, weil sie verstehen, wie der Körper
reagiert, weil sie messen können irgendwie, weil sie mittlerweile Vorrichtungen haben, dass es da Energiefelder gibt, dass Pflanzen auf uns zum Beispiel reagieren. Ja, und wo wir noch nicht so drauf eingegangen sind, hat das am Anfang gesagt, wir erschaffen mit unserer Stimme im Prinzip durch Wellen und Frequenzen etwas. Weil wir, und das Element, was der größte Resonanzkörper ist, ist Wasser. Und wir bestehen alle aus Wasser. Die Welt besteht aus Wasser, die Sonne besteht aus Wasser und alles, was Wasser ist, ist halt im Prinzip von uns beeinflussbar. Also ne, man kann sich das vorstellen, alles, wo Wasser drin ist, Pflanzen und so weiter und so fort, können wir tatsächlich beeinflussen mit dem, was wir aussenden, was wir sprechen. Und man hat halt auch festgestellt, dass der DNA-Kern, also der Zellkern, gar nicht das eigentliche Intelligenzzentrum der Zelle ist, sondern die Membran, weil das die ist, die die Schwingung durchlässt und die Flüssigkeit überträgt. Und die Information wird in jeder einzelnen Zelle gespeichert durch diese Schwingungsmuster, aber man kann die wieder programmieren, man kann die anders machen. Das ist das, was ich in meiner Methode zum Beispiel mache und was jetzt ganz viel in den Forschungen drin ist. Man hat da Einfluss drauf, man kann das umbauen und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir uns auch zunutze machen können und dürfen. So, ja, dementsprechend wird der Mensch in seinen ersten Lebensjahren programmiert. Also wir haben unterschiedliche Gehirnwellenzustände, in denen sich unsere Zellen unterschiedlich ausprägen. Und wenn wir in den ersten 6 Lebensjahren sind wir im Theta-Wellenzustand. Und da wird dieses Programm quasi in die Zellen reingeschrieben. Und das wird durch nämlich eben Schwingungen und durch Emotionen gemacht. Und wir können uns vorstellen oder wissen auch, dass wenn Kinder meinetwegen nur angeschrien oder destruktiv angesprochen werden oder gar nicht angesprochen werden, dann programmiert sich das in die Zellen. Fernsehprogramm, etwas, was immer wieder abläuft, was sich immer wieder einbringt, programmiert Menschen und Kinder und macht halt, und diese Muster werden nach dem 6. Lebensjahr eigentlich immer nur abgespielt, wenn wir da nicht bewusst irgendwie was, also wenn wir das nicht erkennen und wenn wir da nicht bewusst irgendwie was zutun. Das Gehirn ist als Hologramm zu verstehen, das lasse ich jetzt mal weg, das ist etwas echt schwer zu denken. Aber eigentlich ist es so, dass in jedem Teil von allen alles gespeichert ist, weil wir haben die Fähigkeit, letzten Endes auf jegliche Informationen, durch die unser energetisches Profil in das Universum geschickt wurde, wieder zuzugreifen. Das machen wir, wer von euch Interesse hat, gleich bei der Meditation noch mitzumachen, machen wir das in der Meditation, dass wir in diesen Zustand gehen und indem wir uns auch die Informationen wieder abrufen können. Und das ist ganz spannend, wenn man das erstmal weiß und dahingehend arbeitet, gibt es ganz viele unglaubliche Sachen, die man da irgendwie erfährt. Und ja, das habe ich eben gesagt, also die Zellen speichern Informationen, die in den DNA ist nicht determiniert, also festgelegt, sondern veränderbar. Und das Intelligenzzentrum ist halt die Zellmembran. Und ja, der Mensch hat Schöpfer- und Selbstheilungskräfte, die aktiviert und trainiert werden müssen und durch Herz-Hirn-Kohärenz bewirkt werden. Also sprich, Gefühle und Gedanken müssen in Einklang gebracht werden. Da bin ich vorhin auch drauf eingegangen. Also es reicht nicht zu denken, ich bin glücklich, sondern man muss auch dieses Gefühl hervorrufen. Weil in dem Moment, in dem nämlich diese Herz-Hirn-Kohärenz entsteht, nämlich das Gefühl und die Gedanken in Einklang gehen, feuern unsere Neuronen, also die Rezeptoren, feuern die verstärkt diese Impulse ab. Und durch diese energetischen Impulse entsteht eigentlich erst wieder die Veränderung in dem Energiefeld, die wir machen wollen. Und ja, das ist was ganz Wichtiges einfach, dass wir da irgendwie in diesen Einklang gehen und das lernen, wie wir das auch wieder nutzen können, um halt ja, Dinge zu erschaffen oder auch auf unsere Gesundheit Einfluss zu haben. Kommen wir auch wieder auf diesen Placebo oder Nocebo. Ich die ganze Zeit denke, oh, ich bin alt, mein Rücken tut weh oder sowas, dann projizieren wir das in die Realität, weil wir dann den Zellen den Befehl geben, sich so zu verändern.
Ja, und das kann man natürlich nicht nur auf sich und auf den Körper, sondern auch auf das große Ganze anwenden. Spiritualität, da haben wir den Begriff, wird relevant. Spiritualität bedeutet im Wortursprung, dass man sich mit seinem Geist auseinandersetzt. Also nichts. Spiritismus ist das, wenn man sich mit anderen Geistern und anderen Energien auseinandersetzt. Und Spiritualität bedeutet eigentlich nur, in sich selbst zu gucken, lernen, seinen Geist zu verstehen und zu lenken. Und es wird halt insofern wieder relevant, dass wenn wir nämlich wollen, dass sich hier was ändert, so wie ich das vorhin gesagt habe, müssen wir als erstes auf uns selber gucken und an uns selber arbeiten. Und ja, ein kurzer vertiefender Satz. Also ich habe da halt meine Bachelorarbeit, die ich hier vorliegen habe, auch geschrieben, dass die Hilfesysteme, die wir jetzt haben, nämlich eigentlich dafür arbeiten müssen, dass jeder Mensch diesen Weg gehen kann. So, und nicht einfach nur wieder arbeiten gehen kann und sonst was, sondern wirklich in sich reinguckt, Ursachenforschung betreibt und ja, damit er sein Leben und seine Gesundheit halt in eigene Verantwortung geben kann, weil wir sind halt zu 99% der Fälle nicht in der Eigenverantwortung, was unser eigenes Sein, unsere eigene Gesundheit angeht. Und basierend auf diesen Fähigkeiten könnten wir die Realität des Planeten halt positiv beeinflussen, wenn wir das bewusst nutzen. Und das ist halt, wie gesagt, ein langer Weg. Nächstes Jahr wird es auf dem Pax zum Beispiel, dann werden wir gemeinsam auch große Meditationen machen mit dem gesamten Publikum nach Killismore, um diese Fähigkeiten wieder zu sehen. Ihr kennt, ich weiß nicht, wer kennt den Film Avatar nicht? Doch, ne? So. Also da wird das zum Beispiel einfach auch gezeigt, was wir durch gemeinsame Herz-Hirn-Kohärenz ist das ja, was wir durch gemeinsame Schwingen, durch gemeinsame Gefühle alles bewirken können. Und es gibt noch ganz viele Beispiele in der Literatur, die auch besagen, wir können zum Beispiel Pflanzen schneller wachsen lassen. Wir können wenn wir unsere Energiefelder zusammenbringen, einfach auf mentaler Ebene ganz, ganz viel schaffen. Und ja, da bin ich gespannt, wie das in den nächsten Jahren sein wird, ob wir das alle hinbekommen, öfter zum Beispiel zu meditieren, auch ohne dass wir zusammen sind und so weiter. Ja, das war die Zusammenfassung und wenn es jetzt keine Fragen gibt, dann entlasse ich euch erstmal mit dem ganzen Input und dann gucken wir nachher im zweiten Teil, was wir denn alles noch konkret irgendwie im Kleinen und im Großen machen können, um schnell weiterzukommen und auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Dankeschön. Wir sind hier gerade am Ende von unserer Veranstaltung, vom Wake-Up-Day, den wir hier mit unserem Verein Novus Communitas, kurz NUCOS e.V., veranstaltet haben. Gestern habe ich schon einen Vortrag gehalten darüber, wie Bewusstseinsmechanismen und universelle Gesetze Einfluss auf unser Leben haben und wie wir das nutzen können, um ja die Ziele zu erreichen, die wir haben wollen, nämlich eine friedliche Welt, wo es uns allen gut geht. Und das ist jetzt quasi der zweite Teil meines Vortrags, in dem ich kurz einen Umriss gebe, welche Schritte wir konkret einleiten können, um das zu erreichen. Das sind insgesamt, jetzt muss ich mal durchzählen, knapp 6. Also wir haben erstmal den Punkt der Aufklärung. Da sind viele von uns schon sehr aktiv, viele von euch bestimmt auch. Nämlich Wahrheiten zu verbreiten, die uns nicht immer unbedingt direkt in den Medien, in den aktuellen Medien serviert werden, sei es auch über ganzheitliche Medizin, über Kräutermedizin, über alles, was wir im Prinzip an Infos weitergeben, sodass es hier für uns alles besser wird. Das alles fällt in diesen Bereich der Aufklärung. Was wir im Prinzip nutzen können, irgendwie um Informationen zu vermitteln. Da wir wissen, das Internet wird immer weiter eingeschränkt, wir müssen uns ständig härteren Auflagen umbeugen, ist es meiner Meinung nach so, dass viel in Zukunft wieder darüber gehen wird, dass man sich gemeinsam trifft, so wie wir dieses Wochenende das hier gemacht haben, sich austauscht, sich gegenseitig inspiriert oder auch Infos weitergibt. Man ergänzt sich irgendwann in seinem Wissen, weil viel Wissen gerade zum Beispiel über Kräuter, wie wir hier aktuell ganz viel
verarbeitet haben dieses Wochenende. Ja, das ist so ein Umfang, das kann man gar nicht alles alleine lernen und da ist es viel einfacher, in den Austausch zu gehen und einfach ja, sich das Wissen zu teilen und dann jeder persönlich einfach weiter auch in die Anwendung zu gehen und das auch dann wiederum weiter zu vermitteln. Ja, die Aufklärung, die Informationsvermittlung. Wir haben auch, ja, wir haben gesagt, es ist einfacher, in Austausch zu kommen. Wir haben darüber nachgedacht, jetzt schon in mehreren Gruppen und es wird in den nächsten Monaten auch konkreter werden, sogenannte Friedenszentralen einzurichten, Anlaufpunkte, wo man campen kann, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns. Aber da gibt es auch sicherlich andere Orte, wo man einfach zusammenkommen kann, in den Austausch gehen kann, in die Gemeinschaft gehen kann, um Sachen zu lernen, um sich Informationen zu holen, wie man letzten Endes eine gesündere, nachhaltige Lebensweise umsetzen kann. Und ja, da werden wir auch in den nächsten Monaten genauere Infos rausgeben, wie das mit diesen Friedenszentralen weitergeht. Wir hoffen, dass wir irgendwie deutschlandweit Gemeinschaften und Örtlichkeiten finden, diese einzurichten, sodass wir im Prinzip Sammelpunkte, Informationssammelpunkte schaffen, ohne das Internet dafür nutzen zu müssen. Und dann haben wir auch wieder ja, die alten Methoden wie Flugblätter, wie Aufkleber, die wir nutzen können, um auch an die breite Masse, die sonst keinen Zugang zu alternativen Medien hat, die noch von den Massenmedien informiert werden, ja, kurz und knapp zumindest aufmerksam zu machen auf gewisse Dinge, was schiefläuft, was man anders machen könnte, wo vielleicht auch ne, mit Aufkleberaktionen, Lebensmittelmärkten man auf Konzerne wie Nestle aufmerksam machen kann, welche Produkte da tatsächlich zugehören, um einfach diesen Konzernen die Energie zu nehmen, um das, was die nämlich tun, nämlich Ausbeutung zu unterstützen, Ungleichheiten zu unterstützen, um denen die Energie zu nehmen und da ja, im Prinzip aufzuklären, was da alles dran hängt und da kein Geld mehr reinfließen zu lassen. Der zweite Punkt, der jetzt auch schon im ersten Punkt angesprochen wurde, im Prinzip, was ganz wichtig ist, ist die Vernetzung. Die Vernetzung auf ja, solchen Friedensfesten wie dem Pax Terra Musica Festival, was natürlich ein bisschen größer ausgelegt ist, oder wie wir jetzt hier auf dem Wake-Up Day das Friedensmanifest, was wir versucht haben mit einzubeziehen, was jetzt dieses Jahr nicht richtig stattfinden konnte, nächstes Jahr aber dann wahrscheinlich wieder wird. Und ja, um einfach in den Austausch zu kommen, um zu erkennen, welche Strukturen gibt es, wie viele Personen tun eigentlich schon was für ein gesünderes, nachhaltiges Leben, weil es sind unglaublich viele und ganz viele machen das auf eine unterschiedliche Art und Weise, auf einem unterschiedlichen Weg. Gerade wir haben auch hier zwei Gemeinschaften. Die einen ja, haben ihren Schwerpunkt auf gemeinsames Leben und Lernen, die anderen haben den Schwerpunkt auf der solidarischen Landwirtschaft. Wir haben unseren Schwerpunkt auch auf Natur, also natürliche Lebensweise und kreative Gemeinschaft, auf ganzheitliche Heilung. Und ja, so kann man einfach in den Austausch besser gehen, in die Zusammenarbeit gehen und einfach auch mal flächendeckend zu gucken, zusammen auch mal eine Karte zu erstellen, welche Initiativen sind wo, welche Gemeinschaften sind wo und wie viele sind wir eigentlich, weil ja, wir bekommen das nirgendwoher mit, aber wir sind ziemlich viele, die etwas für eine bessere Welt und ein nachhaltigeres Leben tun. Und wenn wir uns das, dem bewusst werden, dann ist es auch viel einfacher, dabei zu bleiben und die Motivation zu behalten, da einfach weiterzumachen. Deswegen der zweite Punkt der Vernetzung. Der dritte Punkt, muss ich selber mal überlegen, ich habe leider keine Aufzeichnung jetzt zu dem Vortrag, weil meine Festplatte kaputt gewesen ist. Wir haben Aufklärung, Vernetzung, wir haben den Boykott. Der Boykott ist wahrscheinlich das größte Mittel, welches wir nutzen können, um dem jetzigen System die Energie zu entziehen. Und zwar fängt es bei so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten wie wieder dem selber Kräuter sammeln, Heilkräuter sammeln, Gemüse anbauen, die Tierhaltung nicht zu unterstützen, indem man wieder seine Hühner hält, wenn man die Möglichkeit hat, oder auch vegan wird, oder
sonst was. Der zweite große Aspekt der Industrie, gerade der Lebensmittelindustrie, ist der Pharma-Boykott. Also wie können wir uns wieder heilen? Welche Mittel gibt es? Es gibt aus so vielen alternativen Medizinarten mittlerweile die wissenschaftliche Untermauerung, dass da einfach auch wirklich nachgewiesen wird. Zum Beispiel die Energiemeridiane wurden nachgewiesen, die gibt es tatsächlich und die haben was mit unserer Gesamtgesundheit zu tun. Es ist mittlerweile sehr wissenschaftlich belegt, dass Fasten zum Beispiel das Immunsystem sehr schnell wiederherstellen kann, dass viele Krankheiten wie Allergien oder generelle Autoimmunschwächen durch Sachen wie Heilfastenkuren schnell geheilt werden können. Wir haben die alternativen Medizin, wie jetzt zum Beispiel CBD, welches endlich mal legal eingesetzt werden darf bei der Vielzahl von Krankheiten, die es hilft. Und wir haben natürlich auch einfach unsere gesunde Nahrung, unsere gesunde Kräuter, denn da steckt letzten Endes alles drin, was wir brauchen, um uns gesund zu erhalten. Und in Verbindung mit der geistigen Medizin, also wirklich zu gucken, welche seelischen Ursachen hat eine Krankheit oder ein chronisches Leiden? Was will mir mein Körper sagen an den bestimmten Stellen? Da haben wir mittlerweile auch viele, viele Leute, die sich auskennen. Und wenn wir da in den Austausch gehen auch wieder und uns vernetzen, da können wir ganz konkret zu unseren Krankheiten forschen und daran nachhaltig arbeiten. Nicht nämlich nur Symptome bekämpfen, wie das in der gängigen Medizin gemacht wird, wo mit den meisten Medikamenten noch viel Schlimmeres kaputt gemacht wird oder viel, viel nachkommt, einfach wieder zu funktionieren. Aber wir wollen eigentlich an die Ursachenforschung gehen. Deswegen ist es da auch ein großer Weg, irgendwie medizinisch einfach zu gucken, wo lässt man seine Energie halt nicht mehr hinfließen und sich da zu fokussieren, auch einfach auf die Gesundheit und um die eigene Gesundwerdung. Und ich denke mal, viele von euch haben damit auch schon angefangen. Man kann wirklich bei den kleinsten Kleinigkeiten anfangen, sei es die Zahnpasta zu ändern, fluoridfreie Zahnpasta zu kaufen einfach indem man weniger von etwas konsumiert, sei es Plastik, sei es tierische Produkte und dann, wenn tierische Produkte, dann wirklich auf äußerste regionale Bioqualität zu achten. Das können wir einfach nutzen, um nämlich der Massenindustrie alles das, was wir nicht wollen, irgendwie der Energie zu entziehen. Dann kommen wir zu dem vierten Punkt. Der vierte Punkt ist, ich sage es mal, die Seelenarbeit. So habe ich es in meiner Bachelorarbeit genannt. Es gibt da auch noch andere Begriffe, weil wir haben das schon oft als Floskel gehört. Äußerer Friede kommt von innerer Friede oder Frieden fängt im Innen an. Und wie machen wir den? Den machen wir, indem wir uns in uns reingucken und uns unsere Muster beleuchten, zu gucken, wo herrscht in mir denn eigentlich noch Unfrieden? Habe ich eine Wut auf die Konzerne? Habe ich eine Wut auf die Politiker? Woher kommt die? Was ist da mit mir selber nicht in Ordnung? Also im Sinne nicht in Ordnung, sondern welche Trigger springt das im Prinzip an? Woher kommen die? Wenn ich emotional unzufrieden bin da draußen, was da die Konzerne und die Politiker machen, dann kommt das eher aus dem Wunsch heraus, dass es besser ist. Und da sollten wir versuchen, nicht zu resignieren oder da einfach nur den Frust rauszulassen in irgendwelchen Demos oder sonst was, sondern wirklich zu gucken, was kann ich da tun, in welchem Maße kann ich das da tun und wie kann ich mich von diesem Ganzen distanzieren, sodass es mich nicht mehr berührt. Und was spricht mich in meinem Ego an, was macht mich in meinem Ego, ist da irgendwie, was in die Heilung gehen möchte. Wir haben gerade durch das System, durch diese vielen Regeln, wir haben durch unterschiedliche Erlebnisse in den Familien, alle haben wir irgendwelche Traumen. Also ich weiß, da wird nicht gerne hingeguckt und viele, viele verdrängen das. Aber es geht nämlich gerade eben darum, da hinzugucken und zu sagen,
das ist da. Und diesen Schmerz und diese Wut und diesen Frust aus diesen ganzen Sachen, den einfach umzuwandeln und als Antrieb zu nutzen, es besser zu machen und in den Ausgleich zu kommen. Und ich glaube, viele und auch ich sind da schon sehr, sehr lange auf ihrem Weg. Teilweise auch unbewusst, also gerade Menschen, die unbewusst sind, bekommen meistens die härtesten Schicksalsschläge, weil die einfach am meisten darauf aufmerksam gemacht werden müssen, was da in ihrem Leben nicht richtig ist, wie sie ihr Leben zum Beispiel leben, nach dem System, aber gar nicht auf ihre Selbstverwirklichung achten, die ganzen Wünsche, die sie haben bezüglich ihres Lebens, unterdrücken müssen, weil die Existenz, Aufrechterhaltung oder sonst was einfach wichtiger ist. Und ich denke mal, keiner möchte gerne die ganze Woche sich kaputt malochen. Jeder hat gerne Freizeit mit seiner Familie und jeder braucht auch eine gewisse Ruhe. Und es gibt andere Möglichkeiten, es anders zu machen und daran zu arbeiten, das zu verwirklichen. Das ist zwar, wie gesagt, ein langer und harter Weg, aber er ist machbar. Und es gehen viele und um dort nicht die Motivation zu verlieren, ist es auch einfach immer wichtig, wieder in die Vernetzung, in die Aufklärung zu gehen und in den Austausch zu gehen, um zu gucken irgendwie, was machen die anderen. Und ja, auch wir anderen haben Rückschläge, wir haben alle Rückschläge. Und es ist aber trotzdem irgendwie, wir gehen den Weg. Wir bleiben nicht untätig, wir machen weiter. Und das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste irgendwie, was wir einfach machen müssen und uns da auch gegenseitig zu unterstützen, um halt zusammen dieses Ziel zu erreichen. So, und dann, wenn wir da, umso mehr wir mit uns selber, mit unserem Leben auch in den Frieden kommen, weil viele von uns sind nicht im Frieden, auch nicht mit der Weise, wie sie arbeiten gehen müssen oder was ihnen sonst noch auferlegt wird. Wenn wir dabei in den Frieden kommen, dann können wir diesen Frieden auch ins Außen tragen einfach. Und umso mehr sich natürlich verwirklichen, umso mehr wird auch den gängigen Strukturen die Energie entzogen. Und damit komme ich zum fünften Punkt. Ich schreibe das jetzt auch mal so, weil ich es, glaube ich, bei jedem Punkt so genannt habe. Der Energieentzug. Ich hatte gestern in dem ersten Teil des Vortrags darüber geredet, dass wir halt mit unserer Energie, mit unserer Aufmerksamkeit, gerade die auf die Dinge, die wir nicht wollen, aber die Aufmerksamkeit auf diese Dinge legen und diese Dinge damit eigentlich weiter fördern, auch wenn wir das nicht wollen. Und dieser Energieentzug ist zwingend notwendig, so, weil es gibt auch diesen wunderschönen Spruch, ich kann ihn nicht wortwörtlich zitieren, aber jedenfalls, wenn man etwas Altes oder wenn man etwas Neues erschaffen will, dann lohnt es sich nicht, das Alte zu verändern, sondern man muss einfach das Neue erschaffen. Und auch wenn das sehr schwierig ist und wenn uns das bisherige System nicht viele Lücken bietet, um uns quasi die Freiräume zu erschaffen und die neuen Strukturen zu erschaffen, die wir haben wollen, ist es möglich. Wie ist es möglich? Ist es möglich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, durch diese Boykottierung, was ja letzten Endes nichts anderes ist als ein Energieentzug von bestehenden Strukturen, von bestehender Marktwirtschaft. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, einfach wieder in diese Zusammenarbeit zu gehen. Es ist keine 150 Jahre her, da haben sich die Höfe untereinander geholfen, da wurde sich im Dorf untereinander geholfen und jeder hat mit seinen Fähigkeiten im Prinzip dazu beigetragen, dass jeder irgendwie sein Leben führen kann. Und heute sind wir so extrem vom Außen auf dieses Einzelkämpfen, auf die Trennung. Also wir sehen das ja auch in den Statistiken von Scheidungen, von Einelternfamilien, von Menschen, die auch alleine leben. Da geht es immer nur darum, wie bekomme ich mich durch. Aber ich merke das selber im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Es ist total einfach, wenn man wirklich zusammenarbeitet und jeder seine Fähigkeiten oder auch meinetwegen das Geld in die Runde schmeißt, um halt mehr für alle, also so, dass es für alle reicht, das irgendwie hinzubekommen. Und es
kann wunderbar funktionieren, selbst mit Menschen, die wenig Geld haben, aber weil wenn man teilt, wird es nämlich automatisch mehr. So, ich mache hier mal einen unten Energieentzug und neue Strukturen schaffen. So, ja, das ist im Prinzip das Wichtige, wenn wir dem Alten irgendwie nicht mehr dienlich sein wollen, ist einfach das zu machen und die Wege zu finden, ein Leben so umzusetzen, wie wir uns das wünschen, ein friedliches Miteinander. Ja, weiter gibt es da, glaube ich, nichts zu sagen. Ich bin sehr froh, dass ich Teil von verschiedenen Gruppen sein darf, die in diese Richtung arbeiten, die Festivals organisieren, die Treffen organisieren, um im Prinzip das alles weiter zu betreiben, um einfach diese ganzen Punkte zu erfüllen und in die breite Masse zu bringen. Denn ja, das ist das Wichtige, dass wir einfach auch ungeachtet von irgendwelchen Schichten, von politischen Orientierungen oder von sonstigen Gesinnungen einfach sagen, wir sind alle Menschen, wir müssen uns auf unsere Gemeinsamkeiten basieren und auf das, was wir wollen und da diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und das ist, denke ich mal, auch wenn das gar nicht sich so klein anhört, das Wohl aller und daran zu arbeiten zusammen. Und ganz unabhängig einfach auch zu gucken, also ohne Vorurteile sich zu öffnen, für alle möglichen Gruppen und da übergreifend zu arbeiten, die Brücken zu schlagen, das nicht zu scheuen, auch die Brücken zu schlagen und verschiedene Menschen in unterschiedlichster Art und Weise zusammenbringen. Und da gibt es ganz viele tolle Projekte, auch in den letzten Jahren, die das so ein bisschen veranschaulichen, dass wir eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir das so vermuten oder das auch im Alltag so offensichtlich wird. Grundlegend für diese ganzen Sachen, für die Unzufriedenheiten, für diese Rechts-Links-Geschichte ist einfach die innere Unzufriedenheit, die durch dieses ganze System herrscht, indem wir nicht alle gleich die gleichen Möglichkeiten haben, und ja, einfach auf vielen Ebenen fehl informiert und fehl programmiert sind, um dem halt, also um deswegen nicht so leben zu können. Und ja, da ist es zwar in manchen Bereichen schwer, aber da muss man ganz viel Verständnis und Mitgefühl einfach aufbringen, um auch zu sagen, so, wir reden jetzt mal alle gemeinsam und zusammen und erzählen uns nichts darüber, wie wir drauf sind und lassen das mal völlig außer Acht, sondern konzentrieren das auf das, was wir wollen und nicht das, was wir nicht wollen. Das ist halt auch ja, der entscheidende gemeinsame Nenner, zumindest da, sich wirklich darauf zu fokussieren mit aller möglichsten Energie, was wir wollen. Ja, das waren die Punkte, die ich hier noch anbringen möchte oder wollte, einfach um so ein bisschen Struktur dort reinzubringen. Was hier halt mit noch reinspielt, ist also neue Strukturen schaffen, ist halt auch der Punkt der Selbstorganisation. Selbstorganisation nicht nur auf den Einzelnen bezogen, sondern auch auf nämlich die eben neuen Strukturen, die wir schaffen wollen. Wie geht das? Wir haben mittlerweile als Friedensbewegung die Partei, die humanistische Friedenspartei. Wir haben, gehört zwar auch zu alten Strukturen, aber wir haben Vereine, wir haben gemeinnützige GmbHs, wir haben mittlerweile unsere eigenen Internetplattformen, eigenen Informationsplattformen. Und wenn wir, also es sind schon wirklich viele Strukturen da, die wir uns bedienen können. Und da ist es einfach ganz wichtig, da auch wirklich die Energie hinzuführen, die Aufmerksamkeit hinzuführen. In dem Fall vor allen Dingen, die meisten brauchen alle Geld.
Und wenn man sich da einfach mal irgendwie so vor Augen hält, 10 Euro meinetwegen hat jeder im Monat über und man gibt 1 Euro dahin und 2 Euro dahin und 1 Euro dahin. Und das machen dann 1000 Leute und jedem Verein, jeder Organisation, jeder Partei ist damit wiederum geholfen. Die kommen wieder viele, viele, viele Schritte weiter. Und es hat eigentlich keinen Weh getan. Und wenn jemand nicht so viel Geld hat, dann ist er halt mit seiner Arbeit oder mit sonst was, mit seinen Fähigkeiten, die er hat, einfach dabei und tut das, was er auch vom Herzen einfach gut kann und möchte. Und sobald das Herz dabei ist, kann eh eigentlich nichts schief gehen. Und diese Strukturen entstehen und werden gefestigt, bis dann irgendwann möglich ist, vielleicht eine Art Parallelgesellschaft, möchte ich nicht sagen, das ist sehr negativ behaftet, aber eine parallele Verwaltung, eine parallele selbstorganisierte Struktur zu schaffen neben diesem System, was nämlich dann nicht mehr auf dieses System angewiesen ist, weil wir nämlich untereinander vielleicht so große Sachen auch wie Krankenversicherungen oder sonst was organisieren können. Und wenn dem anderen irgendwann, wenn die Leute merken, oh, da gibt es Strukturen und da kann ich mich in meinem sicheren Rahmen behalten, weil da geht es nämlich vielen drum, einfach nur die Sicherheit für ihr Lebensunterhalt, für ihre Kinder. Und wenn diese Sicherheiten gegeben sind, dass es Strukturen gibt, wo jeder aufgefangen wird, dann bin ich auch der Meinung, dass da mehr Zulauf hinkommen wird, weil man einfach aufgefangen wird. So, und keine Angst mehr haben muss, dass man, wenn man irgendwie ausbricht aus irgendwas, dass man am Ende alleine dasteht und nicht mehr weiterkommt. Und umso größer diese Strukturen werden, umso mehr werden auch die Menschen da hinfließen, also denke ich auf jeden Fall. Und man sieht es auch, glaube ich, schon in, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, doch Ecosia. Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Hat unglaublichen Zulauf, macht ganz viel, ist eine super Alternative gegenüber Google, ist mit Daten nochmal ganz anders. Das ist, glaube ich, eine der alternativen Strukturen, die bis jetzt schon geschaffen wurden, die einfach einen riesen Zulauf auch schon haben, die man da als Beispiel ranziehen kann. So, dann bedanke ich mich und verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns alles nächstes Jahr auf den Veranstaltungen und können weiter ein friedliches, kreatives und schönes Miteinander zusammen genießen. Euch habe ich schon ganz vergessen. Jetzt habe ich mich eben doch